Gut, Datenstrukturen. Ihr kennt alle schon Datenstrukturen, nämlich zum Beispiel Listen von A's. Und jetzt kommt jemand, eigene Datenstrukturen macht. Und ein schönes Beispiel dazu wäre Bäume. Das war schon der gesamte Grund, um eine Datenstruktur zu implementieren. Jetzt muss noch einiges erklärt werden. Ja? Und die Zeile hier ist optional. Okay, erstmal muss ich kurz sagen, worum es geht bei Bäumen. Ja? Ein binärer Baum, der sieht so aus. Der hat eine Wurzel, die man immer oben hinmalt. Und dann gehen da zwei Kinder ab. Oder es kann wieder eine Verzweigung sein. Sowas. Und jetzt ist vielleicht das rechte Kind, das ist einfach eine Zahl, geht nicht weiter, aber das linke Kind verzweigt sich nochmal auf. Und jetzt kommt hier vielleicht zwei Zahlen. Sowas ist ein binärer Baum. Wichtige Frage an alle. 100%ig klar, was ein binärer Baum ist? Nicken oder Kopfschütteln? Ja? Ich befürchte, das ist schon wieder ein Spezialfall, ja? Weil das ist ein blattorientierter Baum. Ja? Also beim Binärbaum können ja auch Zahlen zwischendrin stehen. Ja, okay, genau. Ja, es gibt tausend Varianten von Bäumen. Das sollen jetzt solche binären Bäume sein, wo an Verzweigungsstellen keine Zahl dran stehen darf, sondern nur bei den Blättern. Genau. Es gibt auch welche, wo auch bei den Verzweigungen noch eine Zahl stehen kann. Oder es gibt welche, wo bei den Verzweigungen eine Zahl stehen darf, aber nicht bei den Blättern. Man kann es machen, wie man mag. Okay, jedem klar, was so eine Skizze bedeutet? Auch ganz hinten, ich sehe euch nicht Kopfschütteln, aber auch nicht nicken, deswegen weiß ich nicht genau, wie die Stimmung ist. Also die Idee ist die, ihr wisst ja, was eine Liste ist, ne? So, Liste von 2, 10, minus 8, was auch immer. Das ist eine Liste von drei Zahlen. Hier hat man keine Liste von drei Zahlen, sondern einen Baum, und zwar einen Baum von vier Elementen. Ein Baum hat eine Wurzel, verzweigt sich in zwei Teile, und die beiden Teile können, aber müssen nicht unbedingt sich wieder weit zweigen. Das ist ein Baum. Und es geht jetzt darum, also Bäume sind in der Informatik sehr wichtig, es gibt ganz viele Baumalgorithmen. Und jetzt ist die Frage, wie man das in Haskell abbildet. Nur, dass wir alle gemeinsam ausgesucht haben. Okay. Gut, also ihr müsst wirklich nachfragen, wenn irgendwas unklar ist. Und wenn ihr nicht genau wisst, was ein binärer Baum ist, dann werdet ihr keine Chance haben, jetzt die Erklärung zu verstehen. Ja? Also fragt wirklich ruhig nach. Okay, binärer Baum, alles klar. Jetzt tippen wir mal genau diesen Baum, der hier steht, im Haskell ab. Und zwar mit Hilfe der Definition, die wir hier gemacht haben, die gleich noch in Ruhe erklärt wird. Also dieser Baum hier, ich nehme mal hier eins noch weg, damit es drauf passt. So, der Baum, das ist eine Verzweigung, ein Fork. Und der linke Teilbaum ist ein Blatt. Der rechte Teilbaum dagegen ist wieder eine Verzweigung. Davon der rechte Teilbaum ist nur ein Blatt. Aber der linke Teilbaum ist wieder eine Verzweigung. Und da die beiden Verzweigungspunkte sind jeweils zwei Blätter, einmal mit dem Wert 2, einmal mit dem Wert 4. Wir können jetzt das in einer Variable tun, t. Der Typ von t ist dann tree. Und wir können es ausführen. T und kriegen es hier genau wieder ausgespielt, genauso wie wir es angegeben haben. Die Kanten? Ja, immer eine linke Kind und Fläche. Aber ist das ein unterschiedlicher Baum, wenn ich vertausche? In der Modellierung schon, genau. Es gibt natürlich auch binäre Bäume, wo man nicht auf die Reihenfolge von linken und rechten Kind achten will, aber bei dem will man. Sehr cool. Und, sehr seltsame und ungewöhnliche Sachen mit dem Board machen kann. Zwar spannend. Welt an. Okay. Jetzt gleich kommt die super schwierige Erklärung, was das alles funktioniert, aber vorher noch eine einfache Frage an jeden von euch. Ist einfach auf einer rein syntaktischen Ebene klar, wie dieser lange Ausdruck zusammenhängt mit diesem Bild? Richie sagt ja. Das ist vielleicht einfach, wenn du noch einen rechten Track eindrückst und seine Rufe machst. Gerne.
Also schreib's nochmal, jetzt in Zeilenumbrüchen. Fork, Leaf 3, Fork, Fork, Leaf 2, Leaf 4, Leaf 5, und jetzt bekomme ich einen Listpunkt. Ja, ich dachte es mir gerade, das ist wunderschön. Jetzt eingedrückt, ne? Das ist aber eine Öffnende. Ah, ich sehe die ganzen Klammern gar nicht mehr. Fehlt eine? Bist du sicher, dass eine fehlt? Ja, ich sehe die Klammern auch, aber es fehlt eine. Nein, fehlt nicht. Also aus Rüstungssicht fehlt eine. Ah, vor dem Ganzen. Von dem Fork. Ja, ja, richtig. Also aus Lisp-Sicht, ja. Aus Lisp-Sicht fehlt eine Klammer, ja, genau. So, jetzt schreiben wir wirklich Lisp-Code. Wie bitte? Ja. Es ist sogar von den schließenden Klammern wirklich die idiomatische Lisp-Syntax. Ja, ja, genau. Also so, wie ich es jetzt geschrieben habe, ja. Genau. Okay, also jedem klar, wie dieser komische Ausdruck rein syntaktisch zusammenpasst zu diesem Baum. Ich sehe euch weder nicken noch kopfschütteln, deswegen meine ich, wie bei euch die Stimmung ist. Okay. Alles klar. Gut. So, okay, und dann, also jetzt kommt der komplizierte Teil der Erklärung, ja? Was ist hier passiert? Okay, mit dieser Zeile wurden drei neue Sachen eingeführt. Ein neuer Typ und zwei Möglichkeiten, Werte von diesem Typ zu konstruieren. Ein neuer Typ und zwei Möglichkeiten, Werte davon zu konstruieren. Es gibt jetzt einen neuen Typ und der heißt Tree. Genauso wie es Typen gibt wie Bool, Int, Char oder was auch immer, gibt es jetzt einen neuen Typ, der heißt Tree. So. Und Bäume kann man bauen, mit Hilfe von Konstruktoren. Bei Listen kennt ihr das. Das da ist eine Liste von Ints. Und wenn man schon ein einzelnes Element hat und eine weitere Liste von Ints hat, dann kann man mit dem Doppelpunkt eine längere Liste von Ints bauen. Daher redet man von den Eckenklammern und vom Doppelpunkt. Man bezeichnet diese beiden Sachen als die Konstruktoren vom Listendatentyp. Die Konstruktoren vom Tree-Datentyp, den wir selbst erschaffen haben, sind jetzt Leaf und Fork. Das sind Werte, das sind keine Typen. Leaf und Fork sind Werte. Genauer, gewisse Funktionen. Und jetzt ist natürlich interessant zu sehen, was der Typ von diesen Funktionen ist. Der Typ von Leaf lautet int nach Tree. Und der Typ von Fork lautet nimmt zwei Trees und gibt eine Tree zurück. Und die anschauliche Vorstellung ist diese. Nimm Leaf, das ist also eine gewisse Funktion. Leaf kann man eine Zahl übergeben, zum Beispiel die Zahl 3. Und rauskommt tut dann ein Baum, ein Tree. Und zwar welche Art von Baum? Ein Baum, der nur aus dem Blatt besteht. Genau das ist hier passiert. Leaf 3. Okay, wenn man schon zwei Bäume hat, dann kann man mit Fork die beiden Bäume zusammensetzen zu einem großen Baum, sodass dann der linke Kindknoten von dem großen Baum das erste Argument ist und der rechte Kindknoten das zweite Argument. Okay, und also diese drei Sachen, der neue Typ und die neuen Werte, werden eingeführt durch diese Funktion, durch diese eine Zeile Data Tree. Und die nächste Zeile, die diskutieren wir in ein, zwei Stunden, die ist nur dazu da, dass man die Werte dieses neuen Typs schön ausgeben kann und schön auf der Kommandozeile vergleichen. Also Job-Entity ist dort die Leitung teilen. Genau, richtig. Eine Node-Klasse, genau. Eine Tree-Klasse. Dann Accessors, Getter und Setter, ne? Die du fairerweise nicht selbst tippen würdest, sondern du würdest das 1 GB Eclipse-Programm verwenden. Ne? Und wenn dann Accessors machen, dann wird deine Source-Datei um 20 Zeilen länger. Das ist Equals und Hashcode vergessen. Ja, genau, richtig. Ja. Nee, wenn man das erste Mal sieht, dann ist das schon ziemlich krass einfach. Ich kann alle möglichen Arten von Datentypen
einfach in einer Zeile so locker flocker wie mal hinschreiben. Ihr kennt unendliche Listen, es gibt auch unendliche Bäume. Wir können einen neuen Baum machen, nennen wir den X. Das ist eine Verzweigung. Links ist einfach ein Blatt und der rechte Teilknoten ist wieder der Baum X. Hat funktioniert, ne? Und jetzt können wir uns X ausgeben und das wird natürlich eine Endlosschleife kommen. Frage, also das ist jetzt einfach ein Lager noch Zeit, an dem speziellen Typ Baum, den du benutzt hast. Also weil, wenn ich jetzt einmal ohne Reihenfolge haben will oder nicht zusammenhängende Bäume, dann... Also Wälder? Ja, dann brauchst du ja für all diese Konzepte neue... Daten, ja. Ja, aber das ist dann auch, das musst du dann immer einfügen. Das musst du einführen, aber natürlich musst du einführen, worüber du reden willst. Also ich würde es zum Beispiel ohne Reihenfolge. Ohne Reihenfolge würde ich das so machen. Übersteigt aber gerade die Sachen, die wir hier haben. Es gibt einen Datentyp Set für ohne Reihenfolge. Wie Listen, nur ohne Reihenfolge. Und dann würde ich also sagen, der For-Konstruktor bekommt nicht zwei Bäume, sondern eine ungeordnete Menge von Bäumen. Das könnte ich machen. Ja, das wäre auch möglich. Also a priori kann man zwei Werte in Haskell nie miteinander vergleichen. Nur wenn sie Instanz von dieser EQ-Klasse sind, was also mit 1 pro Stunde kommt. Das erkennt man am Typ von ist gleich. Da kommen zwei Werte rein, die denselben Typ haben, und dann kommt ein Bool raus, ob die gleich sind oder nicht. Aber es gibt sie nicht für alle A's auf der Welt, sondern nur für Typen, die zur EQ-Klasse gehören. Und wenn man jetzt einen neuen Typ definiert, dann kann man entweder Haskell automatisch die EQ-Instanz generieren lassen, das geht eben hier mit. Und dann sind zwei Bäume genau dann gleich, wenn sie wirklich rein syntaktisch gleich sind. Oder man implementiert sie selbst. Und dann hat man natürlich alle Freiheiten, insbesondere kann man eben das bis auf Reihenfolge. Okay, aber das wäre ja eine Schwierigkeit, oder? Von manchen Baum. Ja, genau, ja, gut. Muss natürlich auch dazu sagen, dass es natürlich schon eine fertige Baumbibliothek gibt, die alle Arten von Bäumen hat. Ne? Gut. Unendliche Bäume haben wir gesehen, jetzt müssen wir sehen, wie wir Funktionen auf diesen Bäumen angeben können. Gibt es momentan Fragen? Ja. Der leere Baum. Ja, den gibt es nach dieser Definition jetzt nicht, weil jeder im Baum ist entweder ein Blatt, also nicht leer, oder eine Verzweigung aus zwei Bäumen, die also jeweils auch nicht leer sein können. Ah, den gibt es einfach nicht und ich lege das hier mit fest. Genau, nur mit dieser Definition. Aber es gibt, lasst uns eine andere Definition von Baum gerade hinmachen, die entweder der leere Baum ist oder sowas. Kurzstrich. Das wäre jetzt eine neue Definition von Baum. So ein Baum kann entweder leer sein oder er ist eine Verzweigung, wobei diesmal die Zahlen schon bei den Verzweigungspunkten gerade stehen. Ah, und dann braucht man das Leaf auch gar nicht mehr, weil ja. Die anderen zwei können dann auch null sein. Richtig. Und dann hat man Leaf. Genau. Okay. Sowas wie Leaf. Man hat sein eigenes Leaf dann. Genau. Ja. In den Übungsaufgaben ist, glaube ich, einer der beiden Typen vorgegeben, aber wenn ihr die andere Art lieber wollt, dann macht die andere. Es ändert überhaupt nichts Wesentliches. Also ich glaube, der weil der auch mal leer sein kann. Ja. Ja. Und außerdem, weil der. Du kannst dann den Knoten nicht entscheiden, richtig. Wo du hinten da schließt. Genau. Okay, lasst uns eine Funktion bauen. Zum Beispiel eine, die. Die rausfindet, wie viele Blätter ein Baum hat. Ja? Anzahl Blätter. Das ist eine Funktion von tree nach int. Und man definiert so eine Funktion, genau wie man Listenfunktionen definiert, über Pattern Matching. Ein Baum kann entweder ein Blatt sein. Oder er kann eine Verzweigung sein, aus zwei Teilbäumen. Einen linken und einen rechten. Und jetzt können wir in jedem der beiden Fälle angeben, was die Anzahl der Blätter ist. So ein Baum, der ein einzelnes Blatt ist, na gut, der hat ein Blatt. Und wie ist es hier? Das ist jetzt ein Baum, der eine Verzweigung ist aus zwei Teilbäumen. Wie viele Blätter hat so eine Verzweigung aus zwei Teilbäumen? Naja, keine Ahnung. Einfach so viele, wie der linke Teilbaum hat, plus so viele, wie der rechte Teilbaum hat. Ne? Das kann ich wortwörtlich hinschreiben.
kannst testen. Mit unserem Baum T, den wir eben definiert hatten. T. Anzahl Blätter T gibt 4. Stimmt? Leaf, Leaf, Leaf. 4 Blätter. Also er geht von oben nach unten durch, schaut sich an, welche Möglichkeiten es jeweils gibt, wie ein Baum aussehen kann. Er kann glatt sein oder mit Verzweigung. Und ihr seht nicht das R, sorry, ich sehe es, aber ihr nicht. Da hinten ganz ein Blätter R, ja? Kurz zusammen. Eine Sache gibt es hier noch zu sagen, nur eine Kleinigkeit. Besserer Stil, und manche Leute sagen so, aber ich glaube, besserer Stil ist es hier, Unterstriche zu schreiben. Statt X. Semantisch passiert genau dasselbe, aber so geben wir nicht einer Sache einen Namen, die wir dann gar nicht verwenden. Ja? Also, weil der Rest auf der rechten Seite kam X nicht vor. Dann ist es besser, Unterstrichen zu schreiben. Hat zwei Gründe. Zum einen ist es quasi übersichtlich oder so, oder philosophisch besser, keine Ahnung. Zum anderen aber gibt es wirklich einen Schutz. Stellt euch vor, ich vertippe mich hier rechts und schreibe außerdem L wieder hin. Dann habe ich eine seltene Sache in Haskell, nämlich das Programm wird kompilieren und trotzdem nicht das Richtige tun, weil ja nur die linken Blätter jetzt immer gezählt werden. Aber Haskell kann mich davor warnen. Und zwar, ich muss nur Warnung anschalten. Dann sagt er hier, ganz oben, Warning, defined but not used, R. Ja, hier wurde das R eingeführt, aber es wurde auf der rechten Seite nicht verwendet. Und das ist genau der Fehler. Ich musste hier R schreiben, dann verschwindet die Wiederführung. Und weil Haskell halt nicht wissen kann, dass das jetzt hier gewollt ist, dass sich X auf der rechten Seite nicht verwendet, würde Haskell jetzt hier auch dieselbe Fehlermeldung oder dieselbe Warnung ausgeben. Diesmal wäre es aber quasi, hätte ich keinen Fehler gemacht, und um die Warnung stillzukriegen, schreibe ich gleich die Unterstriche. Fragen? Ich habe Parameter, die ich nicht verwenden kann. Dann mehrere Unterstriche, genau. Das geht. Gut, liebe Kotoforen, ich würde jetzt noch gleich parametrische Sachen einführen. Habe ich sonst was vergessen? Okay. Man kann natürlich auch Konstruktoren haben. Richtig, das vielleicht noch. Vielleicht will man hier doch auch einen leeren Tree haben, Neil. Dann schreibe ich hier Neil dazu. Neil ist ein Wort von mir. Ne? Ich hätte hier auch leerer Baum auf Deutsch schreiben können. Gut, dann hat man einen Konstruktor, der, also der auch eine Funktion ist, aber eine entartete Funktion, weil die Funktion nicht wirklich ein Argument nimmt, sondern direkt ein Tree ist. So wie die leere Liste, direkt eine Liste ist leerer Baum, direkt ein Tree. Und man kann natürlich auch so, was man in C vielleicht hatte, mit den ganzen irgendwie irgendwas verschiedene Zustände haben kann oder so, und man hat dann irgendwie Nummern vergeben, und das ist dann einfach doof, weil dann kann es auch eine Nummer geben, mit der man gar nichts anfangen kann, und da kann man einfach einen Typ machen, der einfach Endkonstruktoren ohne Argumente hat. Das so wie der Fall. Genau. Zum Beispiel, genau, also Farben. Könnte ich sagen, gibt es die Zahlen 0 bis 9 und das sind Farben. Oder ich sage, Farbe ist Red oder Green oder Blue, sowas wie eine Enum. Ja? Dann muss ich nicht mir willkürlich Ziffern mit Zahlen überlegen zu den drei Fällen und dann komme ich eventuell durcheinander oder sowas. Und ich addiere aus Versehen mal eine Farbe, weil es vom Typ her geht, weil Farben nur Ints sind. Sowas wird also viel besser gelöst, wenn ich sowas mache. Da war, glaube ich, auch unser schönes Beispiel Boolean. Ja, richtig. Bool, super, super Beispiel, genau. Bool ist nichts etwas, was vom Haskell-Compiler kommt. Bool, es gibt einfach im Haskell-Preludium, was standardmäßig geladen wird, gibt es einfach eine Zeile Code und die sieht exakt so aus. Data Bool gleich false oder true. So wurde der Typ Bool eingeführt. Ein anderes Beispiel ist, in Java gibt es tatsächlich Comparative-Funktionen zur Welt zu vergleichen. Ja? Der Rückgabe davon ist ein Integer, und wenn der Integer kleiner ist, dann ist der eine Wert kleiner als der andere, und wir müssen sie gleich, wenn nur das ist, ist es größer. Deswegen gibt es dafür halt den Typ. Ordering, ja, ich habe gerade angeschaut. Ja, die einfach aus Less than Equal to Greater besteht, und es ist halt völlig sinnlos, da ein Integer zurückzugeben in dem Fall, weil man genau drei Werte hat. Ja, bei Java ist es ja auch
teilweise so, dass der Unterschied ist ja quasi diese Differenz zwischen den beiden Werten. Das macht halt bei Zahlen irgendwie Sinn, bei Strings wird es halt so bizarr und bei anderen Sachen wird es halt absolut total random. Auch ein klassischer Fehler, ich weiß nicht, was man in Delphi-Zeiten eine typische Anfälle war, dass Leute geprüft haben, if irgendein Boolean-Ausdruck ist gleich true. Aha. Und das ist halt was thematisch anderes als einfach nur if der Ausdruck, ja. Weil es halt, also es sind praktisch alle Werte ungleich. Null Bits ist wahr, ja. Aber true ist nur definiert als alle Bits sind, glaube ich, 1 oder sowas. Ja, ja. Und das kann dann in diversen Situationen zu sehr seltsamen Fehlern führen. Ja. Also das ist, man sollte. Es ist immer eine gute Idee, wirklich einen Typen einzuführen, der wirklich exakt beschreibt, was man eigentlich haben will. Ja, genau. Also oft ist es auch so, dass man irgendwie Werte hat, die zwar die gleiche Repräsentation haben, aber unterschiedliche Bedeutungen. Zum Beispiel vom Quadrat hat es erst Punkte und Geraden. Kann man zweidimensional beide als Vektoren darstellen, der mit drei Komponenten, das ist so die klassische Darstellung. Aber dann kann es halt passieren, dass man aus irgendeinem Grund zwei Punkte und zwei Geraden irgendwie addiert oder irgendwas in der Richtung, was halt keinen Sinn ergibt. Und dann kann es Sinn ergeben, dass man das macht, dass man praktisch zweimal den gleichen Typ aber definiert, also semantisch den gleichen Typen, aber eben, dass man den ersten Type-Check aber gesagt hat, das sind zwei verschiedene Typen, die wird nicht versehentlich zwei Typen zusammenmischen, kann die gar nicht zusammengehören. Also zum Beispiel, ich addiere zwei Punkte, sondern es gibt keinen Sinn, also ein Punkt mit einem Vektor kann man addieren, aber man kann nicht zwei Punkte addieren. Genau das seht ihr hier. Ne? Hier ist mk-point ein Konstruktor. Andere Konstruktoren gibt es hier nicht, sie kämen sonst mit einem Pipe-Zeichen verbunden. Und der Typ von mk-point ist double file double nach point. Und Vektor halt genauso und beide bestehen also aus zwei Doubles, aber dadurch, dass es jetzt zwei verschiedene Datentypen sind, kann ich nicht aus Versehen diese beiden vermischen. Bin dadurch sehr viel glücklicher. Die Konstruktoren, ja genau. Also, Achtung, nicht verwirren lassen, genau, es kommt oft vor, ich kann das auch so schreiben, es ist exakt immer noch genau dasselbe, ja, also jetzt muss ich auch den Kommentar hier ändern, aber das kann ich schreiben, aber es verwirrt natürlich leicht, weil das ist immer noch der Wert, die Funktion, die hier unten erklärt wird, und das hier ist der Typ, genau, also, also Typen und Konstruktoren leben in einem anderen Namensraum, so wie Siegels in Perl, ja? Deswegen ist es okay, aber ich würde jetzt zu dem Zeitpunkt nicht empfehlen, das zu machen. Sondern ich würde dir das kleine MK da vorstellen für Make, weil es ein Konstruktor ist. Okay, genau, sonst gerade Anmerkung noch, dann mache ich noch kurz parametrisierte Typen und dann könnt ihr wieder loslegen. Ich kann mit Ideas, kann man definieren Vektor als Ideas von Moment? Ja, das gibt's auch. Wenn man das macht, so kann man dann immer noch tauschen mit der, ja, Typen? Genau, das geht. Also es gibt, okay, nicht verwirren lassen, Achtung, ja, das ist nochmal ein neues Konzept, was nichts mit Data zu tun hat. Es ist aber auch ein viel, viel einfaches Konzept. Hier oben wird ein neuer Datentyp erschaffen, nämlich Tree. Hier unten passiert nichts dergleichen, sondern hier wird nur gesagt, das ist nur ein Typ-Synonym. Vektor ist ein Synonym für Point. Und jetzt kann man überall, wo Vektor steht, auch Point schreiben oder andersrum. Das kann man machen, aber man hätte jetzt gerade diese Art Sicherheit, die man vorher hatte, nicht mehr. Jetzt könnte ich blind Vektor und Points miteinander mischen, was ich vielleicht nicht will. Okay, letzte Sache, dann höre ich auch wieder auf zu reden. Ihr habt ja nicht nur Listen von Ints, sondern auch Listen von Zeichen oder Listen von Bools oder Listen von Listen. Es wäre auch schön, wenn man auch nicht nur Bäume von Ints hätte, sondern auch Bäume von Strings, Bäume von Bools, Bäume von Bäumen. Und eine Möglichkeit, das zu machen, wäre natürlich, sich einen neuen Datentyp zu definieren für Tree von Bools. Ne? Und dann würde ich hier Int durch Bool ersetzen. So, und als nächstes will ich vielleicht Bäume von Characters, danke sehr. So, dann würde ich das machen. Und ihr merkt schon, das wird super schnell langweilig, ja? Genau. So, aber es geht besser. Und zwar so.
tun das mal kurz nach unten. So, jetzt gibt's, was ist hier passiert? Es gibt, jetzt wurden gleich unendlich viele Typen auf einmal eingeführt. Es gibt jetzt ein neue Typen. Es gibt jetzt TreeInt, es gibt TreeChar, es gibt TreeBool und so weiter und so fort. Achtung, Tree selbst ist kein Typ, sondern ein Typkonstruktor. Ja, Tree ist kein Typ. Es gibt keine Werte vom Typ Tree. Es gibt nur Werte vom Typ TreeInt, TreeChar, TreeBool und so weiter. Und hier ändert sich nichts mehr dran, nur dass sie noch, also dass sie noch weitere Typsignaturen bekommen. So, jetzt stimmt die Kommentare wieder. Okay, so hat man das erschlagen, dass man nicht unendlich viele Zeilen selbst schreibt, sondern man macht es einmal. Und unsere Funktion gerade eben, die gezählt hat, wie viele Blätter ein Baum enthält, sieht jetzt so aus. Ich musste nur dieses A hier noch hinzufügen. Okay. Dazu fragen? Gut, dann kommt jetzt meine letzte Bemerkung. Und dann höre ich wirklich auf. Eine Bemerkung, die mir sehr geholfen hat, als ich das gelernt habe. Eventuell verwirrt sie auch lieber, vielleicht nicht genau. Ich mache sie kurz, sie ist schnell auch erledigt. Also es gibt Werte und es gibt Typen. Typen klassifizieren Werte. Es gibt noch etwas über Typen und das nennt sich Kinds. Und Kinds klassifizieren Typen. Und der Kind, wo alle richtigen Typen drin sind, der heißt Sternchen. Also zum Beispiel, der Typ Int ist vom Kind Sternchen. Oder der Typ Bool ist vom Kind Sternchen. Auch TreeInt ist vom kein Sternchen. Aber Tree selbst ist nicht vom kein Sternchen, sondern Tree selbst ist vom kein Stern nach Stern. Es kommt ein Typ rein und raus kommt ein neuer Typ. Ein Typkonstrukt. Mir hat das sehr geholfen, aber ich kann auch gut verstehen, dass es verwirrt, weil man jetzt nochmal eine dritte Ebene hat. Ne? So, Fragen? Gut, dann wünsche ich euch, lieben Anfängern, viel Spaß, diese Aufgaben zu machen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne noch Aufgaben vom Kapitel 3 machen, aber ihr könnt auch jetzt zu Kapitel 4 springen, wenn ihr wollt, und dann hier diese Art Aufgaben durchführen.